Ja, heute geht es nochmal um die Binärsubtraktion. Wir machen aber diesmal wieder nur ein Beispiel, oder wir machen diesmal nur ein Beispiel zur positiven Zahl. Die negative Zahl ist, wie gesagt, nochmal eine andere Sache, ist aber auch unten alles nochmal verlinkt. Dann Vorwissen, auch hier nochmal kurz vermerkt, Addition, Binär müsst ihr auf jeden Fall können. Binärsubtraktion, quasi schon mal das Video gesehen haben, weil das ist hier nur ein Beispielvideo. Und die Binärumwandlung solltet ihr auch können, damit ihr gleich von solchen Zahlen in sowas umwandelt. Das haben wir direkt übersprungen. Wie gesagt, wenn ihr es nicht könnt, schaut es euch an, das braucht man eigentlich für sowas auch. Ich lasse hier nochmal stehen, wie das ganze Komplement geht. Ist aus dem Erklärvideo, wie gesagt, wenn ihr es nicht könnt, alles nochmal nachschauen. Ich erkläre das nicht nochmal extra. Hier ein kleines Beispiel halt. Wir rechnen die 87 minus die 56, da kommt 31 raus, also wieder eine positive Zahl. Und das gleiche Verfahren wie vorher. Wir müssen wieder dran denken, dass hier 7 Ziffern, das hat 6, das heißt, hier vorne müssen wir eine 0 ergänzen. Das heißt, wir machen 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 plus, jetzt müssen wir hier, weil wir 6 haben, quasi 7 Nullen dranhängen, 6 Nullen dranhängen und 7, oh, Moment, 1, 2, 3, 7, wir haben 7 Ziffern, weil wir ja bei der vorderen die längste haben. Das heißt, wir müssen 7 Nullen dranhängen und davon jetzt diese Zahl abziehen, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, das wäre hier der Schritt und natürlich, weil das die gleiche mathematische Zahl ist, auch wieder diese abziehen. 3, 4, 5, 6, 7. Es artet ein bisschen aus, wird ein bisschen länger, ist normal bei diesen Aufgaben. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass man was falsch macht. Gut, das schreiben wir hier wieder ab. 1, 0, 1, 1, 1. Hier bilden wir das Komplement, das heißt, das ist ja quasi 7 mal die 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Plus theoretisch nochmal die 1, die kommt aber gleich erst dazu. 1, 1, 0, 0, 0. Das schreiben wir nochmal ab. Plus 1, minus wieder das gleiche, 1, 2, 3. Also wie gesagt, das plus das ergibt hier das und das ziehen wir hier wieder ab. Also bis jetzt mathematisch gesehen alles immer das gleiche. Also müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Wie gesagt, ich rechne hier nur in Binärzahlen, ich schreibe jetzt kein B da dran, das wäre ein bisschen umständlich. So, das Komplement hier von bilden steht ja da rechts, ist nicht schwer. Erst nochmal kurz die 86 abschreiben, 87 abschreiben. Das Ganze ergibt zusammen hier das Komplement gebildet. Ja. Theoretisch, hier habe ich das Plus vergessen. Plus, hier das Komplement von gebildet ist 1, 0, also von diesem 0, 0, 1, 1, 1, plus 1. Ich hoffe, man kann das Ganze noch lesen. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quasi das immer abschreiben, wunderbar. Hier, das ist jetzt ein kleiner Zwischenschritt. Der ist ein bisschen knifflig, sage ich mal. Das ist schon die erste Voraddition. Da machen wir quasi 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, plus 1. 1 hat quasi als Vorzeichen ja nur Nullen und als letzte Ziffer die 1. Das ergibt 1 und 1 ist 0 mit einer 1. 1 und 1 ist 0 mit einer 1. 1 und 1 ist 0 mit einer 1. Hier können wir die 1 abschreiben, 0, 0, 1. Wer das Ganze schon durch scharfes hinsehen kann, wie gesagt, lasst es einfach weg und schreibt es selbst. Denn wer es noch nicht kann, einfach hier mal durch addieren, dann habt ihr die Zahl, die hier drin steht. Okay, dann haben wir den Schritt. Wir haben das plus das hier, ist ja quasi das, was hier steht. Diese Zahl ist jetzt das hier und das wollen wir addieren und am Ende nochmal das abziehen. Gut, also wir schreiben mal die erste ab, die 87. Da addieren wir jetzt hier das dazu. Ah, ich schreibe es direkt richtig hin. Wenn man das dazu addiert, würde ich das immer so empfehlen, dass man hier unten plus die Zahl hinschreibt, weil das Ganze wird sonst ein bisschen unübersichtlich, wenn man das versucht, nebeneinander zu addieren. Das heißt, diese Zahlen addieren wir und ziehen zum Schluss davon nochmal die 1 mit den 7 Nullen ab. Wunderbar. Wenn wir das hier addiert haben, oder wenn wir das hier addieren wollen, ganz normale Binäraddition, wie gesagt, wenn ihr das nicht könnt, schaut nochmal nach, 0 und 0, 1 und 1 ist 0 mit einer 1 im Übertrag, dann haben wir diese 1. So, und jetzt müssen wir nochmal genau nachzählen, ob das wirklich eine positive Zahl wird. Wir wissen es natürlich, weil wir das ganze Dezimal schon mal ausgerechnet haben, aber okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 und eine 1 vorne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeichen und eine 1 vorne. Das Wichtige ist, hier diese 1 hier vorne und diese 1 hier vorne, die streichen sich weg, weil das ja die identischen Zahlen sind. Wenn ich 1500 minus 1000 rechne, kommt 500 raus. So leicht ist das Ganze bei einer positiven Zahl. Das heißt, das Ergebnis von dem minus dem ist 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Wunderbar, die ersten beiden Nullen könnten wir uns quasi schon sparen. Wir können das Ganze auch einmal ausrechnen. Das ist quasi, mache ich das richtig? Ja, das ist 1 plus 2 plus, plus 4. Plus nicht 3 sagen, plus 8, plus 16. Das Ganze muss jetzt theoretisch 31 ergeben, sollte nicht allzu schwer sein. Das ist 20, 28, 30 ist gleich 31 Dezimal. Wunderbar, das ist eine normale Binärsubtraktion. Wenn das Ergebnis positiv ist, wie gesagt, richtig einfacher Schritt. Man muss nur die Binäraddition beherrschen. Und wenn man das Ganze umwandeln muss, Binärumwandlung, schaut euch im Notfall nochmal alles an, das Erklärvideo auch. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.